Giovannis Trading-Chancen am Donnerstag, 23. Mai. Nach zwei Stabilisierungstagen dürften die Märkte heute wieder nach unten tendieren. Ich habe natürlich einen DAX-Ausblick für euch, einiges zu Devisen. Da stehen heute Konjunkturdaten an und natürlich auch die ein oder andere Aktie auf der Watch nach den entsprechenden Meldungen. Ja, das vollständige Video erhaltet ihr wie immer, indem ihr euch für Giovannis Trading-Chancen registriert.